Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen in diesem Themengebiet der Vektoranalysis herumrechnen, also hauptsächlich jetzt eine Aufgabe präsentieren, die sich auf das Thema Flächen in R3 bezieht. Also das habe ich im letzten Video zu diesem Themengebiet ja erklärt, dass man ein Flächenstück definieren kann und dazu auch einen Flächeninhalt direkt zuordnen kann. Und wie man das ausrechnet, werden wir jetzt an einem Beispiel mal präsentieren. Also, es geht hier um eine ganz leichte Fläche, nämlich die Kugeloberfläche, zu einem festen Radius R. Und diese Kugeloberfläche hat dann auch einen Flächeninhalt. Also das ist, was wir ja definieren für eine Fläche oder beziehungsweise ein Flächenstück in R3. Und das werden wir jetzt hier ausrechnen. Ja, die Kugelkoordinaten haben wir schon in Aufgabe 18 kennengelernt. Das heißt, die werde ich jetzt einfach nur nochmal hier hinschreiben. Also ganz kurz so hier hinsetzen. Und dann fangen wir einfach mal an, damit zu rechnen. Also vielleicht kurz noch zur Erklärung. Also die Parametrisierung heißt einfach Groß Phi und unsere zwei Parameter, Klein Phi und Theta, laufen in unseren bekannten Intervallen 0 bis 2 Pi bzw. 0 bis Pi. Und dann haben wir den Azimutalwinkel Phi und den Polarwinkel Theta, die dadurch genau die ganze Kugeloberfläche beschreiben. Ja, das werde ich jetzt nicht nochmal skizzieren. Das sollte soweit bekannt sein. Gut, der einzige Unterschied ist hier, dass unser R fest gewählt ist. Das heißt, wir beschreiben tatsächlich nur die Oberfläche und geben unser R als eine positive reelle Zahl laut Aufgabe einfach vor. So, und wenn man jetzt den Flächeninhalt ausrechnen möchte, braucht man den normalen Vektor. Also an den sollte man sich nochmal erinnern. Der ist durch das Kreuzprodukt von den Tangentialvektoren gegeben. Das heißt, die partiellen Ableitung von der Parametrisierung nach ihren zwei Parametern. Und dann das Kreuzprodukt zwischen beiden bilden. Auch das haben wir schon gemacht. Auch das wahrscheinlich in dieser Aufgabe 18 von oben. Also ihr könnt gerne das Video nochmal anschauen dazu. Aber das Kreuzprodukt auszurechnen, wenn man die Ableitung hier gebildet hat, ist wirklich nicht schwierig. Sollte man mal gemacht haben. Und das Ergebnis ist dann R² Sinus Theta von der Norm. Ja, also das ist das, was wir brauchen für Flächen halt. Die Norm von diesem normalen Vektor. Das heißt, wir nehmen nicht den normierten normalen Vektor, den kann man ja unter Umständen auch mal gebrauchen. Nein, es geht immer um den nicht normierten. Das heißt, der tatsächlich herauskommt, wenn man das Kreuzprodukt bildet. Ja, und das ist so, was man ja auch Jacobi-Determinante kennt. Das ist für jegliche Integration mit Kugelkoordinaten sehr wichtig, dass man diesen Faktor berücksichtigt. Aber es ist ein ganz allgemeines Konzept. Die Jacobi-Determinante, also diese Norm von diesem normalen Vektor, gibt uns die Verzerrung, ja, die Krümmung der Fläche an, so dass wir letztendlich, obwohl wir ganz normal integrieren, diese Krümmung berücksichtigen. Ja, und das ist jetzt hier ein ganz gutes Beispiel. Das heißt, der Flächeninhalt von der Kugeloberfläche sollte man ja kennen. Und jetzt kann man überprüfen, ob man auch richtig rechnet. Also ich schreibe mal hin, Flächeninhalt. Ja, den bezeichne ich mal mit Groß F von SR, wobei SR jetzt für die Kugeloberfläche, also die Kugelsphäre steht mit Radius R. Ja, das ist so eine übliche Notation und das macht es natürlich jetzt ganz kurz. Das heißt, wir integrieren über unsere Kugeloberfläche SR und unser Flächenelement. Das heißt, das ist nur eine Kurzschreibweise für ein Oberflächenintegral. Auch das habe ich im letzten Video eingeführt, wobei wir hier die 1-Funktion integrieren. Ja, und das gibt uns den Flächeninhalt. Ja, jetzt muss man sich nochmal daran erinnern, was das hier überhaupt bedeutet. Das ist ja nur eine abkürzende Schreibweise, wenn man eine Parametrisierung hat. Wenn man über die Parametrisierung integriert, also 0 bis 2 Pi für unseren Bereich von klein Phi und unser Bereich von Theta ist 0 bis Pi, also integrieren wir hier 0 bis Pi und dann steht hier nichts anderes als der normalen Vektor in der Norm. Also diese Jacobi-Determinante. Und jetzt haben wir jetzt erst nach d Theta und dann nach d Phi zu integrieren. Also ihr seht, das ist jetzt gar nicht so schwierig. Man hat letztendlich nur diese Sinusfunktion, die man berücksichtigen muss. Also das ist jetzt gleich. Also können wir jetzt hier das als R² Sinus Theta schreiben und müssen jetzt ja nur Theta integrieren. Und das lassen wir mal noch so stehen. Also das R² ziehe ich direkt mal nach vorne. Das ist ja tatsächlich unwichtig. Und auch das äußere Integral lassen wir mal noch so bestehen. Und jetzt müssen wir Sinus Theta integrieren, ja. Und dann weiß man auch sofort, das ist der Minus Cosinus. Ja, Minus Cosinus abgeleitet Sinus Theta wird, haben wir hier eigentlich nur stehen,
den minus Kosinus von der oberen Grenze, nämlich Pi, minus minus die untere Grenze, also minus die untere Grenze und minus ergibt hier plus Kosinus von 0. Und das nochmal mit dem äußeren Integral mit dφ. Ja, das heißt, das hier war ziemlich simpel und wir erkennen auch direkt, na, Kosinus von 0 ist immer 1, Kosinus von Pi ist auch 1, also mit diesem Minus davor haben wir hier einfach zweimal die 1 stehen, also einfach nur ein Faktor 2, der durch dieses Integral entsteht. Ja, und das ist, was man auch ganz oft hat, wenn man mit Kugelkoordinaten rechnet. Man bekommt durch das Integral vom Sinus Theta kommt man einfach einen Faktor, ja, Faktor 2 oder je nachdem, wie viel man integriert hier. Ja, und also haben wir 2 mal r Quadrat und dann noch das Integral bei Phi und das ist nur 2 Pi. Also auch ganz simpel. Also haben wir insgesamt 4 Pi r Quadrat und das entspricht ja auch unserem Wissen von der Kugeloberfläche. Also das ist tatsächlich der Flächeninhalt, wie wir ihn erwartet haben. Ja, also ihr seht, das war ein ganz simples Beispiel. Wir werden in den nächsten Aufgaben mal noch ein paar schwierigere Flächenintegrale lösen.